30 Jahre sind eine lange Zeit. In all diesen Jahren wurde uns durch unzählige Kontakte, Briefe, Mails, Ehrungen in Imola bewiesen, dass Roland nicht vergessen ist. Allen Freunden, Bekannten und Fans unser herzlichen Dank. Ja, wir schauen uns das schon immer wieder an, auch mit der Elisabeth und mit der Gabi. Schauen wir die Fotos schon an manchmal. Er war ja schon ein sehr hübsches Kind, das muss man ja sagen. Ah, sein erstes Auto, Autofoto, im Bedford von deinem Papa. Das ist gut. Da hat er schon seine ersten Ambitionen gezeigt. Am Roller, da kriegt er seinen ersten Roller. Mit zwei Jahren. Ja. Ja. Die Anfänge waren ja, wie er mit der Oma ständig am Fenster gestanden ist. Eigentlich, ne? Und die Autos dann schon gezählt hat. Mit 4 Jahren hat er ja schon zählen können. Hat er ja schon die Autos gekannt. Mit 5 Jahren hat er schon alle Autos gekannt, ne? 1967, also mit 7 Jahren, haben wir da ein schönes Foto mit dem Roller. Und mit dem ist er ja runtergegast am Heuberg, dass alle Nachbarn Angst gehabt haben, dass ihm was passiert. So schnell war er unterwegs. Also Geschwindigkeit war immer schon sein Thema. Wenn man bedenkt, wo er herkommt und eigentlich jetzt nicht aus einer Motorsportfamilie oder nicht jetzt mit den Sponsoren ausgestattet, sondern sich das wirklich erarbeitet, indem er damals bei meinem Papa quasi in der ersten Werkstatt in Salzburg immer wieder vorbeigeschaut hat, als Schüler damals noch, versucht hat zu helfen, irgendwie da Kontakte zu knüpfen und hat einfach geschaut, wie kriege ich da einen Fuß in die Tür rein. Zuerst einmal in die Tür von der Werkstatt, dann eine Tür in den Motorsport und wie kriege ich dann auch meinen Fuß in das Cockpit, nämlich in das Rennauto rein. Und das, glaube ich, ist beispiellos. Also es zeigt auch, wenn man mit einem gewissen Ehrgeiz und Willen, der dann auch nur mit Talent verbunden ist, wenn man einfach fest an das glaubt, dann kann man auch wirklich nur Sachen erreichen, von denen die meisten nur träumen. Ja, also wir hatten beide kein Geld, aber die große Vision, dass wir Rennen fahren wollen. Und irgendwie haben wir das dann immer wieder hingebekommen. Ja, man hat dann eben Kurse absolviert, hat auch da und dort mitgeholfen an den Rennwochenenden, also nicht als Fahrer, sondern ich habe auch einmal müssen Reifen montieren und so weiter und so fort, ja, nur um dann irgendwann wieder Rennen zu fahren. Und genau dasselbe war beim Roland der Fall. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet, ich glaube es war 80, 81, als Instructor in der Walter Lechner Racing School, haben wir einige Kurse zusammen absolviert und ich muss sagen, dass ich mit ihm da eigentlich immer sehr gerne zusammengearbeitet habe. Er hat alles akribisch genau vorbereitet und wir haben alles im Vorfeld durchbesprochen und es war mit ihm eigentlich diesbezüglich ein leichtes an Zusammenarbeit. Er hat da vom technischen Wissen alles mitgebracht, was man da haben muss. Das heißt, er hat so ein Auto in- und auswendig gekannt. Er wusste, wie man ein Fahrzeug abstimmt. Und er hat auch den Schülern die entsprechende Motivation rübergebracht. Er hat ihnen auch gesagt, was wichtig ist, um erfolgreich zu werden. Und von daher hat er eine sehr gute Basis gelegt.
heutzutage ist man zuerst Rennfahrer und dann Instructor. Bei ihm war es eher ein bisschen umgekehrt. Er hat gleich mitgearbeitet. Daraus schließe ich, mein Papa hat damals einen Instructor gebraucht. Weil der Rennfahrer war er selber. Der Roland hat sehr viel technisches Know-how mitgebracht, schon von der Schule. Er hat sich sehr viel dafür interessiert. Er hat eine super Ausstrahlung gehabt, konnte vor Menschen reden, konnte vorne stehen, konnte Dinge gut erklären. Aber der Roland war clever genug zu wissen, ich tue das alles nur, damit ich auch manchmal das Auto einfahren darf. Nämlich auch manchmal das Hemd als Instructor gegen den Rennoverall tauschen kann, den Helm aufsetzen darf. Und so kam es halt immer öfter dazu, dass der Roland auch einmal die Autos einfahren musste, die Autos wieder frei fahren musste und somit quasi gratis zu seinen Kilometern auf der Rennstrecke am alten Österreichring gekommen ist. Ja. Und ich habe immer gehört vom Papa, der Roland hat sich das erarbeitet. Er hat bei uns mitgearbeitet und ich habe halt die Augen zugedrückt und habe ein bisschen fahren lassen. Der Roland hat diesbezüglich schon, sage ich jetzt einmal, einen guten Riecher gehabt. Er hat gewusst, wo muss er hingehen, damit er sein nächstes Ziel erreicht. Und das war vorher in Österreich mit dem Walter Lechner. Dann ist er nach Deutschland gegangen, zum Peter Kröver, zum Getmo, hat dort dann gearbeitet und hat auch, sage ich jetzt einmal, durch seinen Instinkt immer Mittel und Wege gefunden, dass er am Wochenende im Rennauto gesessen ist. Der Peter Kröber, damals Isar Racing, hat gesagt, ich biete hier einen Kurs an, ein Jahr lang, quasi eine Rennfahrerschule, einen Rennfahrerkurs. Und der Jahresbeste bekommt eine kostenlose Saison. Ich weiß gar nicht, wie viele Lehrgänge es gab übers Jahr. Und jeweils die Besten haben dann quasi eine Endausscheidung gemacht. Das war oben am Nürburgring, auch noch legendär, in der Südkehre. Gibt es ja heute gar nicht mehr, die Südkehre sind wir gefahren. Und im Neudeutsch, der Fahrercoach und der Mentor war der Roland. Und so habe ich den Roland kennengelernt. Und der Roland war damals schon für diese Zeit, das war ja Anfang der 80er, 82 war das, diese Rennfahrerschule, extremst professionell. Er war physisch sehr gut drauf, er kannte sich technisch aus, auch was das Reglement angeht. Und wir haben mal halt geschaut, ja, der Roland, das ist, boah, da würde man gerne hin. Und also es war schon, wie gesagt, für Anfang der 80er, auch rückblickend, das extremst professionell, wie das Isar Racing und dann auch in der Kombination mit Roland da aufgezogen hat und war für uns eine sehr gute Schule. Ja, in der Rennfahrerschule hast du halt wirklich die Basics gelernt. Die Basics waren schon mal die richtige Linie. Das sind wir gefahren und dann der Roland saß dann, glaube ich, nebendran. Ja, du musst erst mal die Linie, wie gesagt, Südkehre kannte ja keiner von uns. Wo geht's da lang? Links, rechts, auch Bremspunkte. Damals auch dann die Signale, 150, 150, wo ist der Einlenkpunkt? Ja, und dann ging es dann irgendwann mal dann in Formel Ford. Das war, glaube ich, ein 82er Van Diem oder so, wo wir dann alleine fahren durften. Ich glaube, da war sogar auch Guided Fahren. Das ist, glaube ich, sogar der Roland vorhergefahren am Anfang. Wir sind hinterhergefahren, so wie die Endline, Linie, Scheitelpunkt, rausfahren, sauber. Ja, und so hat sich das dann gesteigert mit den Autos. Vom geht dahin in Formel Ford, dann auf der Strecke und dann immer schneller. Und irgendwann durfte man allein fahren. Und ich glaube, sogar der Abschluss war dann ein Rennen. Und derjenige, der das Rennen gewonnen hat, war dann, glaube ich, auch der Sieger. Aber das ist ja verdammt lange her. Ja, und dann kam 83. Und wenn ich das erste Rennen in Hockenheim, ich stand dann, glaube ich, auf Pol mit 1,8 Sekunden, habe das Rennen schon gewonnen. Das erste Rennen direkt und vom Roland. Das war dann für mich natürlich mega, aber aus Sicht vom Roland war das schon nicht lustig. Und von den ersten 5 Rennen hatte ich 4 gewonnen, stand immer vorne. Und da hat natürlich dieses Verhältnis Roland zu mir drunter gelitten. Das ist klar, wenn da einer kommt aus dem Nichts. Der Roland meint, er kann es ja Meister werden. Und wir haben dann auch noch Motoren getauscht und eine Woche in Sanford und so weiter. Also wie gesagt, das Verhältnis ist eher immer schlechter geworden gegen Ende der Saison anstatt besser. Ich bin vorher im Prinzip hoffnungslos hinterhergefahren und habe das Team gewechselt, der Roland übrigens auch. Hat sich zusätzlich noch die Hand gebrochen, war dann nur noch Mechaniker und da haben wir überlegt, dann eventuell zusammenzuspannen, ein neues Auto zu kaufen und zur Jahresmitte dann von null anzufangen. Ich glaube, beim ersten Rennen war ich gleich
Dritter im Training, auch wieder in Zandvoort. Zweite Rennen in Zolder bin ich Dritter geworden. Und das letzte Rennen in Hockenheim hatte ich, glaube ich, einen Ausfall. Und der Roland ist dann abschließend das Formel-Fort-Festival gefahren. Und ich denke, da hat mein Vater schon gemerkt, da ist Potenzial, da geht was. Und das war dann für 1985 war das Ziel, dass einer von uns beiden deutscher Formel-Fort-Meister wird. Da haben wir dann irgendwann mal hier vor unserer Werkstatt ein Teamfoto gemacht. Da sieht man die zwei Autos. Mein erster Anzug, Roland sein alter Anzug. Also die neuen Anzüge hatten wir da noch nicht. Das dürfte in Zandvoort sein. Auch 1985. Das ist der Roland. Hier sieht man im Hintergrund unseren LKW. Hier die Werkzeugkiste, die steht heute noch bei mir zu Hause. Vorzelt aufgebaut. Das Jahr 1985, ich sag mal, wir hatten beide die Chance, deutscher Meister zu werden, waren perfekt ausgestattet, haben das im Prinzip zu zweit auch gestemmt, das Programm. Nur ist dann leider halt eine teaminterne Konkurrenz entstanden, die in dem Jahr so eskaliert ist, dass wir im Prinzip uns beiden die Chance genommen haben. Durch Kämpfe und Abflüge, die halt einfach nicht passieren hätten müssen. Roland sollte österreichischer Meister werden und da sind wir auch nach Salzburg gefahren. Ich glaube, das war der erste Lauf oder der zweite, ich kann es jetzt nochmal genau sagen. Und es war mit ihm so abgesprochen, dass ich ihm den Vortritt lasse. Nur, ich meine, Rennfahrer sind Egoisten. In der zweitletzten Runde habe ich mir dann überlegt, ja, probier's den Roland nochmal zu überholen. Habe es auch gemacht. Und habe ihn halt nicht mehr vorbeigelassen. Und das hat natürlich dann auch nochmal einen Einschnitt in unser Verhältnis gegeben. Aber der hat nie mehr mit mir gesprochen. Österreichische Meistertitel, das hat damals für den Roland schon nicht so gezählt. Er wusste, er muss raus nach Deutschland, er muss nach England. Mein Papa hat immer gesagt, das ist wie im Fußball, du musst raus aus Österreich. Wir müssen in Deutschland Rennen fahren, wir müssen nach England. Da ist alles viel härter, da ist die Konkurrenz viel größer, viel stärker, viel internationaler. Und wahrscheinlich hat er den gleichen Satz auch dem Roland damals schon gesagt, weil der hat auch sofort gewusst, wir müssen nach Deutschland, ich muss irgendwie nach England. Da ist quasi das Mekka des Motorsports zu Hause. Und damals schon so clever zu sein, so smart, wie man heute sagt, dieses Ziel vor Augen zu haben, nicht nur wie komme ich rein, sondern was brauche ich, damit ich auch von dort wieder rauskomme in die nächste Stufe und sich da wirklich hochzuhandeln, hochzuarbeiten, das verdient auch heute noch ganz großen Respekt. England damals im Grunde, ja. Der Fokus war Motorsport, ganz klar. Aber das war halt auch ein Thema, wo du drüber nachgedacht hast. Aber von was lebe ich dort? Ist das möglich? Wie kann ich, wie gesagt, unabhängig vom Leben da meinen Einsatz finanzieren? Also der Weg war schon sehr steinig. Und das zeigt einmal nur mehr, wie konsequent letztendlich der Roland diesen Weg Formel gegangen ist. Weil er sagt, ja, gibt es keine Kompromisse, wenn ich das will. Wenn ich dahin will, muss ich nach England. Und in England muss ich schauen, dass ich mir da ein Umfeld, Kontakte schaffe, über die Chassishersteller, dann auch über das Formel-Fest-Festival. Das Formel-Ford-Festival in Brands Hatch war damals halt auch eins, wenn du sagst, oder es gewinnen konntest, dann war das schon mal eine Eintrittskarte in die Formel 3. Die Formel 3000, da haben sie alle mal hingeschaut, weil den Namen, der stand in vielen Notizbüchern. Mhm.